Mikro- und Nanotechnik, das ist für mich die Wissenschaft davon, was kleine Dinge bei uns in unserem Leben großartig machen können. Der Mikro- und Nanotechnik-Studiengang ist für unsere Studenten hier in München besonders interessant, weil wir zum einen Vorlesungen aus den unterschiedlichen Bereichen der Mikro- und Nanotechnik anbieten und gleichzeitig eine gute Vernetzung mit dem industriellen Umfeld haben. Also das Studium ist sehr flexibel aufgebaut. Es ist wirklich ein ziemlich breites Spektrum geboten an Vorlesungen. Man kann sich die Fächer selbst zusammenstellen. Sich aus einem Modulhandbuch quasi verschiedene Module heraussuchen und sich so individuell seinen Stundenplan gestalten. Sie haben hier die Möglichkeit, nicht als Spezialist die Hochschule zu verlassen, sondern werden in den unterschiedlichsten ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen ausgebildet. Die Studienatmosphäre ist sehr locker, würde ich sagen. Es sind kleine Gruppen. Wir haben gute Kontakte zu den Professoren. Und man kann je nach Interesse für Praxisarbeiten oder für Projektarbeiten bei Unternehmen anfangen. Also im Kolloquium können die Studenten ihre Projektarbeit oder ihre Masterarbeit vorstellen. Firmen können sich vorstellen und es ist halt einfach interessant, auch zu sehen, was die anderen Studenten machen. Die Vorbereitung auf das Berufsleben war eigentlich super, weil gerade durch die Kontakte auch von Professoren in die Industrie, in die Wirtschaft, konnte man sich ja da auch schon Praktika sichern und hatte dann eventuell schon einen Fuß in der Tür später. Die Fachrichtung von dem Master ist sehr interessant, also man wird das in der Zukunft auf jeden Fall brauchen. Die Mikro- und Nanotechnik wird uns unser Leben lang begleiten. Und in dem Studiengang Mikro- und Nanotechnik haben Sie die Möglichkeit, über mikro- und nanotechnische Systeme auch Einfluss darauf zu nehmen, wie zukünftige elektronische Begleiter ausgelegt werden. Das ist so, wie es mir vorgestellt wird.